Katharina, frohen ersten Advent. Die Weihnachtszeit hat jetzt offiziell gestartet. Morgen könnt ihr euer erstes Türchen aufmachen. Und falls ihr noch keinen Adventskalender habt, schaut doch mal in meinem letzten Video vorbei. Da habe ich nämlich einen mit euch zusammen gebastelt. Und ansonsten freue ich mich riesig auf diese Weihnachtszeit. Und um sie gebührend einzuleiten, machen wir heute einen leckeren, warmen Bratapfelsmoothie, der einfach von innen wärmt und super lecker ist. Also lasst uns gleich schauen, was wir dafür brauchen. Und zwar brauchen wir etwas Apfelsaft, dann natürlich Äpfel, Rosinen, eine Zimtstange, etwas Mandelsplitter, Zimt, braunen Zucker und wer möchte und wer darf, etwas Rum. Und dann habe ich hier so schöne Glühweingläser und gestreifte Strohhalme zum Servieren. Und als allererstes schälen wir den Apfel, damit wir die Schale nachher nicht im Mixer haben, damit es alles etwas seidiger wird. Und dann nehmen wir das Kerngehäuse raus. Mein Apfel war hier etwas störrisch, aber ich habe es am Ende doch geschafft. Das machen wir mit dem anderen Apfel auch. Und dann schneiden wir ihn in kleine Stücke, damit wir ihn nachher besser in den Mixer zerkleinern können. So, und wenn alles zerkleinert ist, geben wir das in eine feuerfeste Form und der Apfel kommt bei 180 Grad circa eine Dreiviertelstunde oder bis er schön goldbraun und weich ist in den Ofen. Und damit es noch mehr nach Bratapfel schmeckt, kommt jetzt noch der Zimt darüber und der braune Zucker. Und der braune Zucker karamellisiert dann im Ofen richtig schön. So, dann ab damit in den Ofen. Und in der Zeit, wo der Apfel im Ofen ist, kümmern wir uns um unseren Apfelsaft. Den erhitzen wir nämlich, damit der Smoothie so richtig schön heiß wird. Und in den Apfelsaft geben wir die Rosinen mit rein, damit die schön aufplustern und schön weich werden. Dann die Zimtstange und wir lassen das Ganze einmal kurz aufkochen. So, und so sieht der Apfel aus, wenn er aus dem Ofen kommt. Der Apfelsaft ist heiß, die Rosinen haben wir rausgefischt und hier haben wir auch noch etwas Rum. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch alles zusammenmixen. Ich gebe jetzt den heißen Apfel in den Mixer und gebe den heißen Apfelsaft dazu. Und mehr kommt eigentlich auch nicht in den Mixer, wenn ihr möchtet, eben noch etwas Rum. So, Deckel drauf. Und dann wird es gemixt. Und zwar so lange, bis alles schön sämig ist und alles zerkleinert ist und wir keine Stückchen mehr drin haben. So. Damit hätten wir es und jetzt können wir anrichten. Und damit es jetzt besonders lecker ist, geben wir noch etwas Eiscreme rein. Idealerweise Mandel-Eiscreme, das gab es aber bei mir im Supermarkt nicht, also musste Walnuss-Eiscreme herhalten. Und wir toppen diese Eiscreme jetzt mit unseren aufgeplusterten Rosinen und den Mandelsplittern. Und dann ist das nicht nur lecker, sondern sieht auch wirklich schön aus. Es fehlt nur noch unser gestreifter Zuckerstangen Strohhalm. Mm. Mm. Wirklich lecker. Mm. Ihr solltet darauf achten, dass ihr den Apfelsaft wirklich richtig heiß macht, damit es schön warm bleibt, auch wenn man die Kugel Eis reinmacht. Aber ansonsten mega lecker. Probiert es unbedingt aus. Ihr könnt selber entscheiden, wie flüssig ihr den Smoothie haben wollt. Aber egal wie flüssig er ist auf jeden Fall super, super lecker. Probiert es aus. Wenn ihr es ausprobiert, schickt mir davon gerne ein Foto auf Instagram oder Facebook. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen ersten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!